Hallo zusammen. Ich begrüße euch, während ich eine Wand anschaue, und das kann ich gut, was ich von dem Spiel bis dato nicht so behaupten kann. Ja, was war beim letzten Mal passiert? Für die, die es nicht geschaut haben, erzähle ich nicht. Nein, ich suche eigentlich einen Tresor, beziehungsweise wir sind eigentlich soweit durch mit dem, was wir haben hier erledigen müssen, nämlich die Raider ausschalten. Trotzdem fand ich vorhin einen Tresorschlüssel, bei dem ich nicht weiß, wo der Tresor steht. Das ist schön und schade zugleich. Ansonsten renne ich hier jetzt gerade durch eine leere Halle und weiß irgendwie nicht so richtig, was ich machen soll. Ja, halt die Backen. Tüdü, 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 ist ja gut. Ich habe das verstanden, oder nicht? Ja, meine Kochmütze trage ich immer noch. Das muss einfach sein. Aber wo ist dieser blöde Tresor? Das ist eine gute Frage. Aber erstmal gehen wir schon mal raus. So wie es aussieht. Ja, ich hoffe, euch geht's gut. Ja, ich arbeite aufs Wochenende hin. Mal gucken, was das wird. So, was haben wir hier denn Schönes? Lalalala. Gucken wir mal hier um. Da kommen wir wieder rein. Das wollen wir nicht. Was haben wir hier? Nix, nix, nix. Gehen wir hier. Was? Wiss, wiss, wiss. Ja, na super. Gehen wir raus. Es handelt sich. Ui, hier ist aber wolkig. Was ist denn hier los? Ihr mich auch, Arschlöcher. Ach toll. Geschickt, Micha. Sehr geschickt. Was? Von hinten? Nicht nett. Not nice. Drecksack. Ah, super. Munition alle. Ich breche ins Essen. Ich breche ins Essen. Ihr seid die Besten. Ja, ich muss mal eben zu meinem Pip-Boy. Ja, die Folge fängt gut an. Ich möchte keine Kommentare. Habe ich hier vielleicht Munition dafür? Schauen wir mal. Ganze 3 Schuss. Komm. Ein Traum. Das war das. Die haben wir gerade gehabt. Was ist denn hier mit? Jetzt haben wir gar keine mehr ausgerüstet. Auch schön. Hey, es ist gut mal. So, da ist einer weniger. Von wo denn? Ich merke schon, es läuft heute wieder. Wo? Kann mir mal einer verraten, von wo ich die ganze Zeit auf die Fresse kriege? Lad nach. Alter, ich bin aber sowas von angeschossen. Oh, sag mal. Lange geht das nicht mehr gut. Stopp mal, stopp mal, stopp mal, stopp mal, stopp mal, stopp mal. Diverses nicht. Hilfsmittel. Ja, da wollte ich hin. Hau welches Tango? Auf Rad. So. Jetzt sieht die Welt schon besser aus, ne? Ne, sieht sie nicht. Alter. Ich bin aber auch heute ungeschickt. Wenn ich doch nur wüsste, wo die alle hier mich hier mit Flaggen hier. Sehr, sehr nett. Ach, da oben. Ein Traum. Da ist. So. Meine Freunde, ich werd pissig. Oh, ich humpel mir aber auch einen ab. Lad nach. Und einen noch.
ist jetzt Ruhe im Kapuff. Ja, gucken wir mal eben. Das hilft mir gar nichts. Stimpack. Auch mal noch eins hinterher. Das hat auf jeden Fall geholfen. Ich kann mich immer noch Gefahr. Ja, du ja auch. Ja, ganz toll. Wo ist die dumme Nuss? Lalalala. Ey, aber es ist doch alles nicht wahr. Wenn ich mal ganz viel Lust und Zeit habe. So. Nehmen wir. Splittergranate nehmen wir. Das ganze andere Gedöns kann. Haltet die Augen offen. Ich glaube, das Arschloch benutzt ein Stealth-Boy. Ich glaube nicht. Alleine die Frechheit, dass du mich Arschloch nennst, Arschloch. Aber. Ja, genau. Toll machst du das. Alter. Komm, Kuckuck, lass dich blicken. Scheiße. Entschuldig bitte meine. Aber irgendwie bin ich hier gerade völlig am Arsch. Damit werde ich nichts. Also irgendwie ist das alles gerade nicht so erquickend. Ja, war ja klar. Jetzt wird es langsam ja wirklich interessant. Habe ich da noch Munition für? Nur ganze 12 Schuss noch. Komm. Lass dich blicken. Komm raus. 5 Schuss noch. Da habe ich ein Problem. So. Da ist auch Ruhe im Kabuff. Genau, du auch. Ach, Scheiße. Nö, bitte nicht. Nee. Machete. Jetzt reicht's. Ich sagte, es reicht. Alter. Das gibt's doch nicht. Warte mal. Ist jetzt mal gut. Jetzt reicht's. Ja, wie soll ich mal formulieren? Irgendwie bin ich gerade hier voll am Verkacken. So, und so, und so. Mein Job. Alter. Ich brech ins Essen, ey. Es ist doch alles nicht wahr hier. Rad 7, das ist ja auch nicht so der Brüller. Rad 10, Psycho 3, Lumen Steak draufgeschissen. Dann bin ich halt verkackt. Also, es ist heute not my day oder wie heißt es so schön? Ich brauche Munition. Ich bin hier komplett am Arsch. Impro-Pistole, habe ich da vielleicht Munition für? Nein. Dann kann ich hier auch mal eben kurz rirren. Nein, das war doof. Die will ich rirren. Nehmen
nehmen wir die doppelläufige. Habe ich da vielleicht Munition für? Ja, habe ich. Die nehme ich auch wieder auf. Hier geht's aber gut zur Sache. Lalalala. Ja, wie ihr seht, sehen wir nicht viel, außer dass ich voll am Ablusen bin. Ihr habt Spaß, ich nicht. Doch, natürlich habe ich Spaß. Was da ist? Eine Lampe. Nein, Traum. Gucken wir weiter. Was? Wie hat denn das hingekriegt? Naja, das soll mir egal sein. Nehmen wir. Oh. Nein. wo war sie denn jetzt? Keine Munition. Davon brauchen wir nur eine. Immer noch. Ich habe ja hier bei den Kleidungssachen. Ich muss mal im Husten, Entschuldigung, ganz kurz bitte. Sonst wären doch jetzt die Ohren weggeflogen. So, bin wieder da. Davon brauche ich auch keine zwei. Weg dafür. So, jetzt kann ich mich wenigstens wieder bewegen. Keine Munition. Na super. Also hier geht es nicht weiter. Auch Reusbar, Reusbar, Reusbar. Reusbar, Reusbar, Reusbar. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Hier wird geschossen. Gucken wir mal weiter. Entschuldigung, ich muss nochmal husten. So, wieder da. Und ich habe mir ein Gewehr aufgenommen, mit dem wir mal so gar nichts anfangen können. Ein Pro-Gewehr war das, genau. Ja. So, jetzt sollte die Sache wieder besser aussehen. Also ich muss meinen Hundi wieder... Oh, das ist hoch. Ich muss meinen Hundi wiederfinden oder meinen Roboter. Eins von beiden. So geht das nicht weiter. Oh, was ist denn los? Kleinen Moment. Ich muss noch mal was trinken. Sekunde bitte ganz kurz. So, nochmal was getrunken und ich hoffe, jetzt wird es besser. Dumm. Was hast du? So, dann probieren wir hier mal runter. Gucken wir mal auf die Map. Lexington abgeschlossen. Ja, das ist dann ja so halbwegs die richtige Richtung, würde ich mal behaupten. So, sehr schön, dass jetzt bei mir irgendwas im Hintergrund reingeflößt ist, aber ich muss hier runter. Komme ich hier irgendwie? Ja, komme ich. Die Richtung ist ja zumindest richtig. Die grobe.
Ihr wisst ja mittlerweile schon, dass meine, wie soll ich sagen, meine ich finde mich zurecht Künste nicht vorhanden sind. So, hier lang vielleicht. Komische Geräusche, das ist hier sehr komisch. Toll, hohe Mauern, ich brech ins Essen. So, gucken wir hier mal. Hab ich mich denn sowas von verhauen hier? Nee. Ja, versuchen wir das mal. Könnte ja klappen. Könnte ja klappen. Laden, laden, laden. Ja, ich rendere im Hintergrund. Hundi! Wie schön ist denn das? Du bist wieder da. Aber wahrscheinlich hätte ich hier gar nicht hingewollt. Sondern hierhin. Meins, jetzt muss ich mal. Entschuldigt bitte, aber ich muss mal. Dringendst. Sanctuary, begib dich nach Diamond City. Ja, das mal aus, das auch mal aus. Gucken, ob ich da jetzt vielleicht endlich angezeigt bekomme, wo ich bin. Karte. Immer noch. Ach, da Karte. Mülldeponie, Concord. Ich sehe. Ich bin verwirrt. Aufgaben. Berichte den Senden bei Tempins Bluff. Bei Tempins Bluff. Was weiß ich, wo das ist? Gehen wir mal auf die R. Ey, da ist ja mal gar nichts zu erkennen. Also irgendwo muss das hier sein. Irgendwo hier sollte es sein. Was denn? Was hast denn du? Da irgendwo. Er bringt mich jetzt schon wieder völlig von meinem ausgewählten... Ja, super. Das kannst du toll. Ja, der ist doch nichts. Ich weiß gar nicht, was die Töle hat. Hörst du mal, du bist echt nicht Lassie. Ne? Also das muss ich jetzt mal so feststellen. Lassie hätte mir jetzt irgendwie... Ja. Handel? Du hast Fusions... Mein Inventar. Was kann ich dir denn mal geben? Hundefutter in der Dose. Das weiß ich. Die Machete. Das hat ja eben richtig gut geklappt. Jetzt habe ich auf jeden Fall wieder 5 Plätze. Ja, ey, Leute. Nein, ich bin nicht im Nudistencamp. Stats, Inventory, Kleidung. Kleidung. Lederrüstung rechter Arm, Lederrüstung Harnisch. So. Das sieht ja mal ganz toll aus. Lederrüstung. Oh, das sieht ja toll aus. Und wenn ich darüber jetzt meine Lederrüstung ziehe, ist er wieder nackig oder was? Linker Arm. Rechter Arm. Ah, wie sieht es jetzt aus? Da kann ich doch schon wieder mit um.
Map. Das ist ja unfassbar. Der Kriegsausgaben. Ha, da sollte ich hin. Mal aus der Karte raus. Jo. Dann werde ich ja zumindest wenigstens heute nur noch Level 6. Ihr könnt mit mir meinen Erfolg feiern. Ja, ist immer das Problem, wenn man nicht so viel Zeit hat zum Zocken, aber das kennt ihr alle selbst wahrscheinlich. Lalalala. Dann kommt man auch nicht so richtig vorwärts. Aber dem darf ich das jetzt erzählen. Hast du die Raider gefunden? Das passt. Ja, ich habe ihn für euch in den Arsch getreten. Im Ernst? Das sind die besten Neuigkeiten, die ich hier seit langem gehört habe. Wir haben uns mal etwas unterhalten. Und wir haben beschlossen, den Minutemen beizutreten. Finde ich gut. Wenn wir wollen, dass sich die Lage verbessert, müssen wir anfangen, uns gegenseitig zu helfen. Also, wir sind dabei. Du kannst auf uns zählen, wenn du irgendwann mal Hilfe brauchst. Danke nochmal. So, und was war jetzt der neue Auftrag? Ich habe doch 9 bekommen. Daten. Preston Garvey. Ob der verwandt ist? Bin ich jetzt eigentlich aufgestiegen? Habt ihr da was mitgekriegt? Nee, 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 nee. Hätte ich jetzt mal gucken können, dann gucke ich halt so. Pff. Daten, Radio. Das muss aber unter Daten sein hier. T, Skill-Tabelle. Zack. Nee, mich nicht. Ich kriege keine. Ihr wollt mich doch verarschen, ne? Ihr wollt mich doch veräppeln. Daten. Na. Aufgaben, der erste Schritt. Nein. Ja. Nein. Wo bin ich? Dann reise ich doch mal hier hin. Nach Sanctuary, das kennen wir schon. Jupp. So. Dann kann das ja nicht mehr so weit weg sein. Tüdelülü. Ja, das, dem traue ich ja. Du bist echt niemals Lassie. Lassie hat auch mal gekläfft und hat wollte Timmy sprechen, aber Timmy kam nicht. Hey, die Siedlung, zu der du mich geschickt hast, hat beschlossen, sich den Minutemen anzuschließen. Mhm. Das sind wunderbare Neuigkeiten. Ich wusste, du bist perfekt für diesen Job. Genau. Übrigens, du solltest eine dieser Leuchtpistolen mitnehmen. Mit ihr kannst du Minutemen in der Nähe zur Hilfe rufen. Im Moment ist sie noch nicht so nützlich. Aha. Aber wenn sich uns ein paar mehr Siedlungen anschließen, wirst du irgendwann überall Hilfe rufen können. Mhm. Ich muss dich was fragen. Ich schätze, du weißt, dass ich einer der letzten Minutemen bin. Aber ich habe dir nie wirklich erzählt, was mit uns geschehen ist. Bist du wirklich der letzte Minuteman? Vielleicht nicht im wörtlichen Sinne. Es muss eine Menge früherer Minutemen da draußen geben, die nach dem Quincy-Massaker angewidert aufgehört haben. Aber wir waren die letzte aktive Gruppe der Minutemen. Und jetzt... Nun, jetzt bin nur noch ich übrig. Daumen hoch. Was war das Quincy-Massaker? Ich dachte, inzwischen wüsste jeder im Commonwealth davon. Ich war in Colonel Hollis Gruppe. Eine Söldnertruppe, die Gunners, griffen Quincy an. Die Bewohner baten die Minutemen um Hilfe. Wir waren die einzigen, die kamen. Die anderen Gruppen wandten sich einfach ab. Von uns und den Leuten in Quincy. Nur ein paar von uns kamen lebend daraus. Colonel Hollis war tot. Und so übernahm ich das Kommando über die Überlebenden. Wir haben nie einen sicheren Ort zum Ansiedeln gefunden. Eine Katastrophe nach der anderen. Das Ende des Ganzen hast du in Concord gesehen. Ich weiß, wie es sich anfühlt, allein zurückzubleiben. Ja, schätze, das tust du. Deshalb rede ich mit dir. Ich kann die Minutemen nicht wieder aufbauen. Aber ich glaube, du schon. Warum kannst du das nicht? Warum kannst du die Minutemen nicht anführen? Weil ich kein Anführer bin. Ich kann meine Leute durch ein Feuergefecht bringen. Ich kann einen Perimeter verteidigen.
Aber das wird nicht reichen, um die Minutemen vor dem endgültigen auszubewahren. Irgendeine Ausrede gibt's ja immer. Der das ganze Commonwealth zusammenbringen kann, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Und ich glaube, du bist die richtige Person dafür. Mhm. Wieso glaubst du, dass ich das kann? Du hast uns in Concord gerettet. Du hattest dadurch keinen Vorteil und du hattest deine eigenen Probleme. Aha. Aber du hast es trotzdem gemacht. Diese Art von Selbstlosigkeit sieht man hier schon seit einer Weile nur noch sehr selten. Kannst du mir erklären, worum es bei den Minutemen geht? Wir sind Bürgersoldaten. Leute aus dem Commonwealth, die sich zusammenschließen, um sich gegenseitig zu schützen und die gemeinsame Zukunft zu bestimmen. Hm. Das war die ursprüngliche Idee dahinter. Bisschen sehr patriotistisch, wie ich finde. Das ist eine gute Idee. Die Minutemen sind den Bach untergegangen, weil unsere Anführer vergessen haben, wofür wir stehen sollten. Ich glaube, du kannst die Minutemen wiederbeleben und das ganze Commonwealth einen. Irgendwie ist man in diesen Spielen immer der Arsch, aber ich sag jetzt einfach mal. Okay, ich mach's. Gut, sehr gut. Willkommen an Bord. Ich habe das Gefühl, dass das ein ganz neuer Anfang für die Minutemen und auch das Commonwealth ist. Mhm. Keine Sorge. Ich werde immer an deiner Seite sein, General. Oh Gott. Ich bin kein General. Du wirst dich dran gewöhnen müssen. Nee, muss ich nicht. Der Anführer der Minutemen hatte immer den Rang eines Generals. Unser letzter Anführer war General Becker. Er ist 82 gestorben und danach konnten wir uns auf keinen Nachfolger einigen. Das einzig Gute, der letzte Minuteman zu sein, ist, mir widerspricht niemand, wenn ich sage, dass du der neue General bist. Jetzt ist es an dir, dafür zu sorgen, dass es mehr wird als nur ein bedeutungsloser Titel. Mhm. Ich habe Nachricht von einer Siedlung erhalten, die von Raidern bedroht wird. Ich markiere es dir auf deiner Karte. Geh dorthin und finde raus, was sie wollen. Wir könnten mehr Siedlungen brauchen, die uns unterstützen. Wenn du mir die Munition bringst, dankeschön. Nun gut, wir machen das Upgrade. Zip. Stats. Level up. Nee, ich will besser schießen können. Ausdauer ist das nicht. Wahrnehmung. So, Enter annehmen. Gut. So, ihr Lieben, nachdem ich heute mal wieder voll geloost habe, aber immerhin zum General, wie soll ich sagen, ja, nee, man kann nicht sagen, befördert. Nein, bin ich nicht. Werde ich mich für heute verabschieden und ich habe verkackt. Ja, ich habe verkackt. So kann man es sagen und das ist jetzt das zweite Mal in Folge. Ich habe ein Munitionsproblem, aber ich habe Hundi wieder. Auch wenn er nicht lässig ist. Wir haben einen Auftrag erledigt, sind schon General geworden. Wir haben mehrere Raider getötet, die, ich glaube, irgendwie, weiß ich auch nicht. Ich brauche Munition, aber ganz viel, und ich brauche irgendeinen Träger. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall brauche ich sowas. Ansonsten, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, wünsche noch viel Spaß und wir sehen, lesen, hören uns. Bis denn dann.